Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute, und seid natürlich recht herzlich gegrüßt und willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um einen Case, natürlich, und da möchte ich euch zeigen, was er denn so schönes kann. Da haben wir schon den schönen Case hier, der Case IH Maxum Multicontroller, so heißt er. Der hat aktuell am Standard hier 154 PS, stufenloses Getriebe, 330 Liter Diesel, davon 32 Liter DEF, 50 km/h fährt er und wiegt 7,6 Tonnen. Kostet ungefähr 100.000 Euro. Ihr könnt halt wählen den Maxum 115 oder den Maxum 115 mit 53 km/h. Oder den Maxim 125 mit 165 PS mit 43 km/h. Dann den Maxim 125 mit 53 km/h. Den Maxim 140 mit 43 km/h mit 175 PS. Oder den Maxim 140 mit 53 km/h mit 175 PS. Oder den Maxim 115. Reifenhersteller wählbar hier Trelleborg, Mitas, Michelin, Nokian, Continental, BKT, Trelleborg. Dann haben wir hier bei Trelleborg wählbar die Reifenvarianten, Standard, Radgewichte, Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen, Breitreifen und Gewichte, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten oder halt Standard. Bei Mitas haben wir hier wählbar Standard, Breitreifen oder Standard. Michelin haben wir nur Breitreifen, Nokian haben wir nur Kommunal. Continental haben wir hier wählbar Standard, Radgewichte, Standard 2, Radgewichte 2, Breitreifen. Breitreifen und Gewichte, Pflegebereifung oder Standard. Und dann kommen wir zu BKT. Haben wir auch hier wählbar Reifenvariante, Standard, Breitreifen oder Standard. Und dann kommen wir wieder zu Trelleborg. Design könnt ihr hier auch wählen, Standard. RUL links, also Rundumleuchte links oder rechtsseitig gesehen am Dach. Ne? Ihr könnt allerdings auch beide wählen, links und rechts, geht natürlich auch. Dann haben wir hier Kotflügel, vorne wählbar ja oder nein. Ne? Sieht halt optisch ein bisschen besser aus, wenn der Kotflügel hat, also finde ich jetzt zum Beispiel. Und dann könnt ihr noch den Frontanbau wählen mit nein. Dann haben wir einmal Quicke oder einmal Hauer im Prinzip. Auch interessant gemacht. Dann kostet er ungefähr 2.500 Euro mehr. Des Weiteren habt ihr hier auch im Prinzip bestimmt ein paar Sachen hier hingestellt mit verschiedenen Varianten. Ne? Und wir steigen einfach mal in einen ein, um zu gucken, wie er sich dann so anhört, was man hier so Schönes hat. Also wir haben zum Beispiel zwei Lichter links, zwei Lichter rechts. Hier an der Kante auch noch Licht sehe ich gerade. Ne? Dann haben wir natürlich hinten die Beleuchtung, ne? Blinker links vorne, beziehungsweise hinten, dann vorne links, Blinker rechts vorne, Blinker hinten rechts. Dann haben wir hier einmal die Strahlerpartie hinten, jeweils zwei links, zwei rechts. Und dann haben wir hier die obere Strahler, auch zwei links, zwei rechts, ne? Auch schon echt interessant, ne? Und auch hell ist er auch genug, ne? Dann auch schon was. Tastenbelegung habt ihr hier, Werkzeug, Kranwerkzeug, da können wir ja mal gucken hier. Rundumleuchte haben wir auch am Start und dann werden wir den mal anschalten. So hört er sich aktuell an. Rückwärtsgang haben wir auch am Start hier. 22 km/h fährt er rückwärts, auch interessant gemacht.
Dann kommen wir zu den Tastenbelegungen. Also mit L1 haben wir nichts hier, mit R1 haben wir nichts hier außer Motor stoppen. Dann haben wir L1 und R1, linker Stick nach links oder nach rechts. Heckfenster können wir öffnen und schießen. Ja. Dann haben wir hier noch wählbar L1 und R1, rechter Stick nach oben oder nach unten. Können wir auch die Tür öffnen und schließen. Die linke Tür und das Heckfenster könnt ihr wählen. Ja. Auch interessant gemacht. Und innen drin sieht er auch schön gemacht aus. Ne? Habt ihr auch hier ein bisschen was da, was ihr halt so brauchen könnt. Ne? Und Geschwindigkeit habt ihr auch hier drin in dem Bildschirm, Uhrzeit auch. Ne? Steht sogar drin, wie viel ihr jetzt verbraucht ungefähr. Also wir sind jetzt ungefähr im Leerlauf bei 3,8 Liter die Stunde. Und hat schon was, also interessant auf jeden Fall. Auch wieder ein schöner Mod-Case, ne? Also jetzt kommen immer mehr Mods in den Mod-Hub rein und ist schon echt interessant so. Genau, das war's ja auch von dieser Mod-Vorstellung. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, falls euch das Ganze interessiert natürlich und falls ihr gerne mehr sehen möchtet. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, liebe Leute, und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!